Mein Name ist Stefan Buchheim, für die, die mich letztes Jahr nicht gesehen haben oder die mich nicht kennen. Ich habe lange als Radiomoderator gearbeitet und bin seit geraumer Zeit auch als Trainer tätig im Bereich Präsenz, im Bereich Konfliktkommunikation, unter anderem hier am Lisum auch mit Brandenburger und Berliner Schulleiterinnen und Schulleitern. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann und Sie so ein bisschen durch die zwei Tage begleite. Aber vor allen Dingen freue ich mich in diesem Jahr ganz besonders, weil ich ja irgendwie wie viele hier so an der Grenze stehe zwischen, ja, schon Nutzer, aber irgendwie, Sie sehen es ja, ne? Ich habe kein Tablet in der Hand, sondern ich habe meine Zettel, noch irgendwie so mit den alten Medien so verbunden. Ich mag Handschrift, auch wenn ich meine selber nicht lesen kann. Ich mag gerne, dass man Papier benutzt, dass man Bücher aus Papier liest. Aber ja, klar, habe ich auch ein E-Book-Reader. Und verschiedene Beispiele werden, wie wir digital inzwischen schon unterwegs sind in dieser Welt, werden auftauchen. Das Thema ist, Digitalisierung trifft Schule. Aber die haben sich längst getroffen. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Die kennen sich doch schon lange. Das ist doch auch gar nicht eine kurze Affäre. Das ist so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, wie mit den eigenen Kindern. Die bringen dann irgendwie so einen neuen Freund mit und dann guckt man sich so an und denkt, ja, interessante Sache. Aber ich glaube, das behalte ich lieber mal ein bisschen enger im Auge. Ich habe da mal einen Blick drauf, wie die beiden sich so miteinander verhalten. Und ich glaube, das ist so ein Teil der Aufgaben, die in der Zukunft vor Ihnen stehen. Sie müssen das im Blick behalten, weil es wahrscheinlich mehr und mehr in Ihre Arbeit einfließt, als es jetzt schon ist. Das ist ein neuer Freund. Das ist eine spannende Beziehung, die da miteinander eingehen. Und dieser neue Freund, der bringt auch noch ein paar skurrile Familienmitglieder mit. Das können Sie mir glauben. Da wird noch einiges passieren, mit dem wir heute noch gar nicht rechnen. Es wird Zeit, in die Inhalte zu gehen. Es wird Zeit, diese Tagung ganz offiziell zu eröffnen. Und das machen wir mit dem Kooperationspartner, mit der Heinrich-Böll-Stiftung, die uns in der Vorbereitung so großartig unterstützt. Bitte begrüßen Sie den Leiter Bildung und Wissenschaft in der Heinrich-Böll-Stiftung, Philipp Anthony. Herzlich willkommen hier im Hause und vielen Dank für die ebenso freundliche Worte hier, die mich aufs Podium begleitet haben. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir diese Tagung zum dritten Mal in diesen Räumlichkeiten stattfinden lassen können. Und es wird auch schon, so viel kann ich vielleicht schon vorab verraten, im nächsten Jahr wieder eine geben. Mein Dank gebührt deswegen besonders dem Lisum und dem ZAS, die diese Planung mit uns zusammen geleistet haben. Und ich glaube, wir haben ein vielfältiges und interessantes Arrangement aus Formaten und Inhalten hier für Sie bereit. Und da wünsche ich Ihnen viel Freude, viel Spaß und ein erkenntnisreiches Treffen hier im Hause. Wir fragen uns als Stiftung immer, wie wir sozusagen die Gesellschaft bei den Umwandlungsprozessen, die leider irgendwo immer anstehen und nicht verschwinden, begleiten können. Und das tun wir zum Teil, indem wir Papiere schreiben, wo wir dann aber merken, die werden auch nicht gelesen oder nicht immer und so weiter. Und deswegen finden wir ganz wichtig, Formen des Austausches zu haben, des Zusammentreffens, des Diskurses. Und da ist diese Schulleitungstagung ein ganz wichtiges Element. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie wieder stattfindet und Sie alle hier sind. Ich möchte mich sehr herzlich bei Herrn Jankowski und seinem Team bedanken, Herrn Dr. Bieber und Herrn Staatssekretär Drescher, dass Sie heute hier sind und das auch mit Ihrer Anwesenheit würdigen. Noch eine wichtige Sache, die auch mit dem Thema verbunden ist, Digitalität. Wir wollen natürlich, das hat Herr Jankowski ja auch schon gesagt, auch digitale Elemente einfließen lassen in diese Tagung. Und deswegen kann man twittern, wenn man möchte. Ich möchte Sie da herzlich zu einladen zu twittern, weil wir vielleicht auch ein paar Dinge nach draußen senden wollen. Und deswegen haben wir uns einen Hashtag für diese Tagung überlegt, weil es ja sinnvoll ist, dass irgendwo alle über denselben Kanal twittern. Und der wäre digitale Bildung. Also wenn Sie Anregungen haben, wenn Ihnen was gefällt, wenn Ihnen Gedanken kommen, Aphorismen einfallen, sich Widerspruch regt, Aha-Elemente, hauen Sie es raus, greifen Sie zum Smartphone und schreiben Sie es in die Welt. Digitale Bildung wäre unser Hashtag-Vorschlag.
Und um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, aber ich denke, das kriegen Sie locker gewuppt, wir würden die noch mit einem zweiten Hashtag kombinieren, nämlich BLST17, das werden wir nachher auch noch einblenden, damit wir so eine Art Digitalarchiv haben, weil der wird von sonst niemand anderem benutzt und dann kann man sozusagen gucken, was hier die Menschen heute bewegt hat und es ist sozusagen nicht vermischt mit dem, was draußen in der großen weiten Welt zur digitalen Bildung geschrieben wird. Das wäre unser Vorschlag für heute und dann möchte ich am Schluss noch einen Punkt in eigener Sache machen, aber eigentlich nicht wirklich in eigener Sache. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ein Schwerpunkt der Stiftung ist neben Digitalität auch soziale Teilhabe und wir haben knapp 1000 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die in der Förderung sind, weil sie an einer Fachhochschule oder an einer Universität studieren. Und wir haben da keinen Mangel an Nachfrage, aber wir würden trotzdem dieses Angebot, wir merken, von einigen wird es intensiver genutzt und von anderen nicht. Ich denke, das ist auch ein kleiner Baustein, um soziale Teilhabe im Bildungsbereich zu erhöhen. Und wenn Sie das sozusagen als Gedanken mit nach Hause nehmen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler, wenn sie studieren wollen, auch vielleicht eine Finanzierung durch die Heinrich-Böll-Stiftung eine Möglichkeit wäre, das Ganze sozial zu gestalten. Das wollte ich noch kurz zum Abschluss erwähnen und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit hier und herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank der Heinrich-Böll-Stiftung an dieser Stelle. Wir gehen ja immer mehr in Fragen rein, ne? Die Fragen, die Sie dann im Laufe der zwei Tage beantworten können, wollen oder sich auch nur damit beschäftigen. Eine dieser Fragen lautet, wem nützt das überhaupt? Wem nützt digitale Bildung? Und wem verlangt sie dann auch was ab? Was ist denn da für ein Aufgabenberg, der da eigentlich vor allen Beteiligten steht? Klar ist, digitale Bildung, ich meine auch andere Bildung, geht nicht ohne Material. Material geht nur mit einer vernünftigen Infrastruktur. Sie haben wahrscheinlich irgendwelche großen Schränke und Regale, da liegen Papier und da liegen Stifte und alles Mögliche. Wo ist Ihr Schrank, wo die Tablets und verschiedene andere Materialien liegen, die Sie für den Umgang mit digitaler Bildung benötigen? Sie brauchen selbstverständlich auch Kolleginnen, Kollegen, Lehrer, Sozialpädagogen, alle, die bei Ihnen arbeiten, die entsprechend medienkompetent ausgebildet sind. Und das heißt, Sie brauchen Unterstützung. Und zwar ganz doll viel. Sie brauchen von den Bildungsverwaltungen Unterstützung. Sie sind darauf angewiesen, dass die sich einen Kopf darum machen, dass die wissen, wie das dann gehen soll. Und ich glaube, da ist es zumindest mal hier im Land Brandenburg, also in Berlin und Brandenburg, wo das Lisum ja angedockt ist, aber in Brandenburg zumindest, ist der bildungspolitische Staatssekretär ebenfalls lange, lange Jahre Schulleiter gewesen. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass er heute hier ist. Dr. Thomas Drescher. Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, lieber Herr Bieber, liebe Gäste. Es ist bei uns in Potsdam etwas turbulent die Tage. Nichtsdestotrotz wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Sie trotzdem hier persönlich im schönen Berlin zu begrüßen und Ihnen noch bis 13 Uhr natürlich auch die herzlichen Grüße unseres noch Bildungsministers Günter Baske auszurichten. Und ab 13 Uhr haben wir in Brandenburg eine neue Ministerin, von der ich Sie, denke ich mal, einfach auch schon mal präventiv grüßen darf. Frau Ernst wird dann als erfahrene Bildungsexpertin bei uns das Ruder übernehmen und wir sind sehr froh und sehr stolz, dass wir Sie gewinnen konnten und hoffen, dass wir dann bei uns in großen Schritten vorankommen. Denn Digitalisierung, das wissen Sie alle, ist natürlich ein Riesenthema, auch für uns in Brandenburg. Und insofern werden wir da unsere Vorhaben weiter auch mit großem Tempo voranführen. Wir möchten alle Schulen im Land an das Breitband anbinden. Wir werden hoffen, dass wir den Digitalpakt bekommen und dann die entsprechende Hardware ausstatten. Wir haben die erste Schulcloud im Rennen. Wir haben 40 Modellschulen im Grundschulbereich, die sich mit Medien beschäftigen. Wir haben die gesamte Schulverwaltung digitalisiert, die gesamte Schuljahresplanung, Personalplanung. Wir werden für alle Lehrkräfte des Landes E-Mail-Adressen einrichten. Also wir versuchen, die ganzen Kommunikationsplattformen zu digitalisieren, dass wir möglichst wegkommen vom Papier. Und das, was jetzt bei uns schon gelebte Praxis ist, dass zum Beispiel die Schulen und die Schulaufsicht ausschließlich nur noch über Chatfunktionen und über Ampelfunktionen kommunizieren. Das heißt also, wenn ein Problem in der Schule auftritt, dann ist in 3 Sekunden diese Meldung im Schulamt da. Da geht die rote Ampel an und sofort marschiert die Schulaufsicht los und schaut, was da los ist, wie wir helfen können.
Ich rede vom Land Brandenburg. Von der Theorie. Wir Praktiker wissen natürlich auch, es ist da, wo viel Sonne scheint, manchmal auch etwas Schatten. Das ist ja ganz normal und dass alltäglich Probleme auftreten, ist auch ganz normal. Insofern geht es ja nur darum, wenn Probleme auftreten, die möglichst gut zu managen. Und da ist Digitalisierung natürlich ein Riesenfortschritt, auch in der Kommunikation dann mit Schülern und Eltern. Alleine, wenn man sich dann solche Feedbacksysteme anschaut, man kann da natürlich dann ganz tolle Möglichkeiten dann auch im Unterricht nutzen. Und insofern wird die Smart School, die E-School, dann sicherlich nicht mehr in allzu ferner Zukunft dann auch Realität sein. Insofern für diese zwei Tage mit diesem außerordentlich spannenden Thema wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel ertragreiche Diskussionen, interessante Workshops, dass Sie sich austauschen, dass Sie Ihr Erfahrungswissen austauschen. Ich bedanke mich nochmal sowohl bei der Stiftung als auch beim LISUM für die hervorragende professionelle Vorbereitung und bitte auch schon um Entschuldigung, dass ich leider nicht den ganzen Tag hier bleiben kann, sondern Potsdam freut sich, wenn ich ganz schnell wieder da bin, um den geregelten Übergang zu gewährleisten. Also für Sie alles, alles Gute und ich denke mal, ich weiß nicht, ob jemand von der Senatsverwaltung hier ist, sonst würde ich einfach so frech sein, Sie natürlich auch im Namen der Berliner Senatsverwaltung, die Berliner Kolleginnen und Kollegen hier ganz herzlich zu begrüßen und für alle natürlich erfolgreiche Tage zu diesem wirklich spannenden Thema. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dr. Drescher. Vielen Dank. Ich glaube, Herr Jankowski hat es vorhin einmal schon ganz kurz erwähnt, das ist das erste Mal, dass das LISUM diesen Schulleitungstag, diese Tagung ganz alleine in Eigenregie durchführt mit den Unterstützern, über die wir auch sehr froh und dankbar sind. Und Sie alle wissen, das hat viele Vorteile, wenn man es alleine machen und alleine entscheiden darf. Sie füllen das dann inhaltlich so, wie Sie sich das denken, wie es halt vernünftig ist. Der Nachteil ist, Sie tragen natürlich auch die Verantwortung und alle Risiken. Ich bin ziemlich gespannt, wie der Direktor des LISUMs da den Schwerpunkt setzt, was ihm da wichtiger und näher ist, ob er sich fürchtet oder voller Freude ist. Ich denke, Letzteres wird überwiegen. Dr. Götz Bieber. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Drescher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, wenn ich danach gefragt werde, wie ich mich fühle, würde ich sagen, ich freue mich riesig, dass wir das, was wir vor einem Jahr, ich glaube zu Beginn der Tagung in einem Podiumsgespräch angekündigt haben, nämlich das Thema, ich sage jetzt mein Thema, Bildung in der digitalen Welt, tatsächlich auf dieser Tagung bearbeiten können. Ich sage das bewusst, weil nämlich im Vorfeld ein Hashtag existiert, der etwas verkürzt, was man auch inhaltlich sehr intensiv diskutieren darf und sollte. Nämlich geht es um digitale Bildung oder geht es um eine Bildung, um sich in einer digital geprägten Welt zurechtzufinden? Ich glaube, eher Zweiteres ist die Perspektive, die ist breiter, die ist facettenreicher und die zwingt auch viel stärker in die verschiedenen Ebenen in die Diskussion zu kommen. Und deshalb ist mir immer besonders wichtig, die Formulierung zu wählen, die diese Breite aufmacht. Und wenn man in dieses letzte Jahr von der letzten Tagung bis heute hineinschaut, spürt man auch, dass es immer um dieses Feld in der Diskussion geht. Und deshalb würde ich gerne noch mal zu Beginn auf die Strategie der KMK, die wir übrigens vor einem Jahr noch im Entwurf diskutiert haben, der war dann zu der Zeitpunkt schon lange öffentlich, der kam im Juni. Im Dezember wurde dann die Strategie der KMK verabschiedet, letztlich mit 6 Handlungsfeldern, beginnend bei curricularen Ebenen. Da könnte man sagen, in Berlin und Brandenburg zumindest stehen wir durch den Rahmenlehrplan 1 bis 10 mit dem Basiskurriculum Medienbildung, glaube ich, solide und gut da für den Einstieg in diese Arbeitsebene. Es geht um die Qualifizierung des pädagogischen Personals. Und ich habe eben bewusst nicht gesagt der Lehrkräfte, sondern ganz bewusst des pädagogischen Personals, einschließlich der Führungskräfte, weil es eben ein Feld ist, was über die Breite hinweg nicht nur das Lernen berührt, sondern auch das innere Management von Schule und auch das äußere Management von Schule. Insofern sind das alles wesentliche Aspekte, einschließlich zum Beispiel auch der Content-Entwicklung. Also was verwende ich in Schule perspektivisch an Medien, an Materialien? Wie entstehen diese Materialien? Ein Stichwort, was in der KMK-Strategie genannt wird, ist Open Educational Resources, also das Nutzen von offenen Medien. Aktuell gibt es etwa 5% aller für Schule existierenden Medien sind OER-fähig.
was auch nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht, mit denen Sie sich alle tagtäglich, da konnte ich mich einschließen, wir uns alle tagtäglich mit rumschlagen müssen, nämlich mit der Frage der Urheberrechte von pädagogischen Materialien in unterschiedlichen Kontexten. Setze ich etwas in der Prüfung ein, ist das ganz anders als im Unterricht oder in einer Schulcloud. Das heißt aber unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Rechtssysteme. Übrigens ist all das in der Strategie aus meiner Sicht erstmal grundlegend gefasst. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir die verschiedenen Facetten realisieren können. Insofern ist das, was wir mit dieser Tagung sozusagen weiterführen, denn beginnen kann man schon nicht sagen. Ich habe gerade gestern erst auf einer Tagung im Gespräch gesagt, mein erster Kontakt mit letztlich digitalen Geräten in Bildungsprozessen war 1991 mit dem Beginn eines Modellversuchs zur informations- und kommunikationstechnologischen Grundbildung. Viele können sich gerade auch die Berliner an die ITG erinnern. Da spielte das Thema Zeitung übrigens eine ganz zentrale Rolle. Und gestern hatten wir, da war Herr Drescher auch mit da, eine interessante Tagung zu der Frage Kritikfähigkeit. Und Kritikfähigkeit heute gegenüber Aussagen von Medien. Einer der Teilüberschriften war Fake News. Damit, glaube ich, ist vielen klar, um welches Umfeld es dabei geht. Das heißt also, auch das ist eine Facette, mit der wir uns hier auseinandersetzen. Insofern ist die Tagung, glaube ich, zeitlich und auch inhaltlich gut eingebettet in den Diskurs. Ich verspreche mir von der Tagung, sagen wir mal, relative Antworten zum Zeitpunkt heute. Ich sage bewusst relative Antworten, weil ich in den letzten ein, zwei Jahren in der Diskussion zu diesem Thema gelernt habe, dass ich auch selber eine Kompetenz erwerben muss, die nämlich heißt Überforderungsbewältigungskompetenz, die ich, glaube ich, auch wirklich erwerben muss, und das würde ich Ihnen auch empfehlen, weil wir permanent genau vor dieser Situation der Überforderung sind, weil wir nicht genau wissen, was in wenigen Jahren in der Gesellschaft tatsächlich stattfinden wird. Und wenn man sich überlegt, welche Entwicklungen es im Augenblick im technischen Bereich gibt, über das Stichwort künstliche Intelligenz, oder wenn Sie an nicht mehr vertriebene Google-Brille denken, aber das, was sich dahinter verbirgt, also auf Chips, zum Beispiel auch auf der Kontaktlinse, ein Trägermedium zu haben, in dem Sie sozusagen das Internet verwenden und abrufen können. Das ist alles nicht mehr futuristisch, sondern das sind alles Realitäten, mit denen wir heute schon umgehen können. Und insofern, glaube ich, ist da ganz viel auch an Diskurs, an Überforderung, die wir bearbeiten müssen, auch im Kontext gerade von Bildung. Was wollen wir vom LISUM aus daraus realisieren? Ganz kurze Stichworte, Basiscurriculum habe ich schon genannt. Jetzt geht es um die Ausgestaltung, die Unterstützung von Schulen für die Ausgestaltung unter anderem dieses Feldes. Zum Zweiten habe ich OER schon genannt, also auch die Schaffung von Voraussetzungen für die Arbeit von Schulen mit offenen Bildungsmedien. Und im dritten Bereich überlegen wir natürlich auch unsere eigenen Angebote, neben dem, was wir hier betreiben. Jankowski hat beim Einstieg so schön gesagt, endlich sich auch real zu sehen bei so viel Digitalität. Also zu überlegen, welche Qualifizierungskonzepte setzen wir für Führungskräfte insbesondere auch ein. Wir überlegen über Webinare als Ergänzung zu anderen Veranstaltungsreihen, dieses zu realisieren. Auch Blended Learning Verfahren sind in der Diskussion. Das heißt also, das Feld offener und breiter zu machen. Und dazu soll auch diese Tagung dienen, darüber in die Diskussion zu kommen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir auch dafür Anregungen bekommen würden. Insofern, glaube ich, gibt es keine festen Antworten auf Fragen, sondern es gibt Hinweise, Orientierung, Diskurs vor allen Dingen in diese Richtung. Und dazu sind, glaube ich, die zwei Tage sehr, sehr gut angelegt, um dieses zu realisieren. Ich wünsche uns für diesen intensiven Erfahrungsaustausch ganz, ganz viel Intensität, Diskurs, Vielfalt auch in der Diskussion und Meinung und natürlich auch im Sinne der Umsetzung der kleinen technischen Möglichkeiten, die wir mit dem TED schon begonnen haben, mit Twitter weiter realisieren. Ich denke, führen in der digitalen Welt heißt für uns zunächst dann für diese Tagung in besonderer Weise miteinander lernfähig zu sein. Vielen Dank und auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die die Tagung vorbereitet haben und natürlich auch nachbereiten in Vorbereitung auf die nächste Tagung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Dr. Bieber. Ich habe da mal was vorbereitet. Wissen Sie, aus was für einem Material dieser Stern hergestellt ist?
Brotbeuteltüten. Das ist richtig. Das sind 7 Brotbeuteltüten, die auf eine bestimmte Art und Weise zusammengeklebt werden. Mit diesem Stern kam meine kleine Tochter vor 2 Tagen aus der Kita. Die fangen jetzt schon an, Weihnachtssachen zu basteln und meinte, Papa, können wir das jetzt zu Hause auch machen? Ich so, jein, wir haben keine Frühstücksbeutel, aber die können wir kaufen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie es geht. Hast du dir gemerkt, wie man das macht? Ja, man muss das irgendwie zusammenkleben. Und wir haben irgendwie die Tüten gehabt und haben die zusammengehalten. Und das Ende vom Lied ist Ihnen wahrscheinlich schon klar. Tablet auf dem Tisch, YouTube-Video, Sie haben gerade Dr. Bieber Webinar gesagt. Ja, und genau das haben wir gemacht. Wir haben da zu dritt, meine große Tochter war dann auch schon dabei, gesessen, haben uns angeguckt, wie es geht. Und dann haben wir bis zum Abendbrot, keine Ahnung, 6, 7 solcher Sterne fabriziert. Ich könnte auch anders fragen. Ich könnte auch fragen, wer von Ihnen hat keinen Facebook-Account? Wer von Ihnen nutzt überhaupt nicht WhatsApp? Wir haben ja gehört, mindestens ein Teilnehmer, Teilnehmerin hat überhaupt gar kein Smartphone und Handy, also da wäre die Frage klar. Aber wer hat noch nie einen Fachartikel auf einem Tablet oder einem anderen Computer gelesen? Das findet alles schon statt. Also deswegen, der Hinweis von Dr. Bieber ist ja völlig richtig. Es geht gar nicht darum, um digitale Bildung, sondern die digitalen Welten, in denen wir uns schon längst befinden. Bei Ihnen ist der Punkt aber noch anders. Sie können ja gar nicht nur entscheiden, was möchte ich selber benutzen, sondern Ihre Aufgabe ist ja eine ganz andere, die Kollegen anzuleiten und sich über Schulentwicklung Gedanken zu machen, wie das in die Bildungssysteme oder in die Bildung der jungen Menschen mit einfließt. Was ist da sinnvoll, was funktioniert da? Es lohnt wahrscheinlich an dieser Stelle zu schauen, wie machen es denn andere, die damit schon anders, länger, intensiver arbeiten. Unternehmen tun das nämlich schon. Es gibt ja inzwischen Unternehmen, die ja hauptsächlich digital kommunizieren, wo die Menschen weltweit sitzen und sich so gut wie nie sehen und sich dann wundern, wenn sie mal bei solchen Gelegenheiten zusammenkommen. Eine Beraterin, die seit vielen Jahren mit weltweit führenden Marken zusammenarbeitet, ist heute bei uns. Das ist die New Yorker Forschungsanalystin Rebecca Lieb. Die hält normalerweise ihre Vorträge auf Englisch. Aber für diese Tagung hat sie sich entschieden und den Ehrgeiz entwickelt, dass sie das gerne auf Deutsch machen möchte. Und auch dafür ein herzliches Dankeschön und einen riesigen Applaus. Herzlich willkommen, Rebecca Lieb. Nimm meinen Stern mal beiseite. Oh. Davon, vielen Dank, für die freundliche Einladung. Ich freue mich auch sehr, nicht nur bei dieser Tagung zu sein, sondern auch in meiner alten Heimstadt Berlin wieder zu sein. Obwohl ich sagen muss, es mag schon 25 Jahre, seitdem ich nach New York umgezogen bin. Und in der Zwischenzeit ist mein Deutsch überhaupt nicht besser geworden. Erstens. Zweitens, in 93, wenn ich zurück nach Hause kam, waren wir immer noch auf Wahlmodems. Das heißt, ich war noch nicht digitale Analysten und ich habe überhaupt keinen Wortschatz für digitalisierte Dinge in Deutsch. So, bitte entschuldigen Sie mich, mein schlechter gewordenes Deutsch und das alles, aber ich werde versuchen, über digitale Trends zu reden auf Deutsch, vielleicht mit ein bisschen Englisch dazu und ich drücke die Daumen. So, oh, und dazu ein Windows-Computer und ich bin ein Mac. Okay. Ich drücke beide Daumen. So, Agenda. Ich habe ausgesucht, so diese 7 Trends, die ich denke, ganz, ganz wichtig sind für unsere ganze digitalisierte Welt, sondern auch für die Bildung. Aber ich bin kein Lehrer, ich arbeite nicht in der Ausbildung, sondern hauptsächlich in Marketing. Aber ich denke, dass Sie werden finden, dass die alle einen Zusammenhang mit Bildung haben. So, in Beginn des digitalen Zeitalters, in den 90ern, haben
alle Leute bei uns mindestens in den Staaten gesagt, everything that can be digital will be digital. Alles, was nicht digital ist, aber das sein kann, das wird stattfinden. Und so ist es jetzt. Alles ist digital. Und das in weniger als 20 Jahren. Es hat mit alle Facetten unseres Lebens, unserer Welt zu tun. Mit Geschäft, mit Ausbildung natürlich, mit Handels, mit Regierung. Es ist nicht zu vermeiden. Und ich fange an mit Suche. Und Trend Nummer eins in Suche ist, was wir nennen, semantische Suche. Es gibt eine große Frage, ein großes Problem bei Google, bei Microsoft und alle Suchgesellschaften von was wir nennen auf Englisch the database of intentions. Was meinen Sie, wenn Sie suchen? Wenn ich zum Beispiel Apple suche, suche ich nach Computers oder nach Obst? Eine Suchmaschine muss das erkennen, muss wissen und muss die Resultate liefern, die zu tun haben mit was ich meine, nicht nur mit was ich suche. Und das hat ganz viel zu tun, wie Suche sich entwickelt jetzt. Erstens ist natürliches Sprachverständnis, weil, und ich werde später darüber reden, so viel von Suche ist natürliche Stimmen und normalen Leute, die jetzt suchen, wie in Bibliothek, nicht nur Akademiker und Leute, die wirklich eine Suche sich formulieren könnten. Entity Recognition, das hat ganz viel mit Kontext zu sein. So, wir bleiben bei Apple. Wenn ich Steve Jobs suche, Entity Recognition hat zu tun mit Verbindungen von Steve Jobs. Ich suche nicht nur irgendjemand namens Steve, nicht nur Jobs, was in Englisch Jobs sein könnte, Arbeit, sondern ein Suchmaschine weiß, dass Steve Jobs ist Gründer von Apple, der eine Firma, die in Cupertino, Kalifornien liegt. Das hängt alles zusammen mit Kontext und mit diese verschiedenen Entities. Und das hat auch mit Contextual Analyse zu tun. Wenn ich Apple suche zusammen mit Phone, das ist dann bestimmt ein Gerät und kein Obst. Aber das muss kontinuierlich refiniert und gelernt von Suchmaschinen. Und auch Benutzerkontext, wie Sie bestimmt wissen, haben Suchmaschinen ganz, ganz, ganz viel Detail über uns. Das ist, warum zum Beispiel Gmail kostenlos ist. Um wirklich für uns zu funktionieren, Google muss viel Informationen über uns haben. Die wissen, wenn ich Apple suche, dass ich als digitaler Analysten wahrscheinlich irgendeinen Zusammenhang mit Computers habe und nicht mit Obst. So, zweiter Suchetrend ist Voice Search. Und Voice ist immer wichtiger. Das ist immer mehr unsere Interface mit Suche. Heute Morgen habe ich gelesen, dass es gibt 8 oder 9 New Echo-Geräte von Amazon auf dem Markt ab heute. Aber das geht auch mit Siri, mit Amazon und mehr mit Autos und andere Geräte in unserer Welt. So Suche wird nicht nur eine geschriebene Ding, sondern ein natürliches Voice-Ding. Ich kann schon mit meinem Fernseher in Amerika sagen durch Amazon Echo, was ich ansehen will, welche Film, welche Schauspieler, welche Titel, und das wird gespielt. Es ist ein ganz neu, aber es wird schon ganz normal gewesen in unserer Welt. Dritte Suchtrend ist Suche als Standardinterface in unserer Welt. Wie wir Fernsehen zum Beispiel, wie wir einkaufen gehen. So, das ist Fresh Direct, das ist ein Lebensmittellieferungsdienst in Amerika. Und alle diese Kategorien von Obst oder Gemüse und Listen und Kontext, so wird unsere Welt arrangiert werden und so
gehen wir um mit Geräten und Maschinen? Und das wird in Läden kommen und anderswo in unserer Welt. Und auch intelligente Geräte, wie wir anderen unsere Suche verhalten es. Wir haben jahrelang natürlich mit Desktop- und Laptop-Computers gesucht, aber das sind neue Geräte, die wir jetzt nutzen, um Internetsuchen zu machen. Smart TV, Smart Fernsehen, intelligente Uhren, so Apple Watch und anderen. Smart Wristband, das kann ein Fitnessgerät sein oder was anderes. Und nur 2% von Amerikanern haben keine von den Geräten benutzt, im Internet zu suchen. So Suche wird überall und alle Sachen. Zweiter Trend ist Video First. Und das bedeutet, dass wir wohnen in einer Welt, wo Video ganz, ganz, ganz bedeutend ist und wird. Wenn immer wir sehen, dass Facebook oder Instagram oder alle sozialen Netzwerke oder Twitter Änderungen machen mit dem Interface, mit dem Aussehen, das wird immer stärker für Bilder zuerst und zweitens Video. Und das ist, weil unsere Geräte werden alle kleiner. Wir sind von Desktop-Computers gegangen zu Laptop-Computers und jetzt Mobilgeräte. Und keiner will Tolstoi lesen auf ein Armbanduhr. Es ist einfach nicht praktisch. So, es gibt einen Spruch auf Englisch, ich denke auch auf Deutsch, ein Bild ist 1000 Worte wert oder ähnliches. So, es wird zuerst mal Video und zweitens Bilder. Ich habe selber Recherche gemacht und ich habe eine große Menge von Marketing-Executives gefragt, welche Medien wollen sie nutzen in den kommenden Jahren und welche nicht so viel. Und das ist Werbung und Suche. Aber alles, was hat mit Presse, mit Text zu tun, geht stark runter. Aber alles, was mit Mobil zu tun hat, mit Videos, Social Media, geht immer größer, immer höher, immer wichtiger. So visuelle Kommunikation und Videokommunikation ist das Content, das wirklich klappt jetzt mit allen Leuten, aber besonders mit jüngeren Leuten. Und wie gesagt, das ist, warum wir immer mobiler sind. Und die Frage ist dann, was ist mobil? Alles ist jetzt mobil. Desktop-Computer sind kaum benutzt mehr. Wer hat am letzten Mal einen Desktop-Computer gekauft für zu Hause oder im Büro oder in der Schule? Wir nutzen jetzt alle digitalen Geräte, die mobil sind, sind alles. Die sind Telefonen, die sind Tablets, Laptops, mal Brillen, Smart Clothing. Es gibt jede Menge von Geräten, aber die sind mobil. Das sind die Zeitverschwendung Quatsch. Ich habe mich, okay. Vielleicht war das ein, wie sagt man es auf Deutsch, ein Freudian Slip. Aber Zeit, die wir verbringen, Mobile-Apps, Smartphone-Apps und Desktop-Computers. Desktop ist so gut wie tot jetzt im Moment. Und ich werde jetzt auch viel Zeit verbringen mit Gaming und Gamification. Das hat, denke ich, mehr zu tun mit der Entwicklung des Internets und der Entwicklung von Ausbildung, als man denken wird. So, es sind unglaublich viele Gamers weltweit. 95 gab 100 Millionen und jetzt 2,600 Milliarden Leute spielen weltweit. Und Gaming hat sich entwickelt wie der Internet. Es hat angefangen mit Arcade-Games. Das war für ein einziges Spieler. Dann kamen Consoles,
zwei Spiele, man könnte mit einem Freund spielen. Dann mit Netzwerk und Consoles sind ein bisschen größer geworden. Man könnte auch spielen mit dem Nachbar, ohne zusammen im selben Zimmer zu sein. Aber jetzt sind Millionen von Players in Online-Networks mit Games wie Minecraft, aber auch, das fängt an mit Milliarden von Players und auch Zuschauer. Das könnte Sport sein, aber man kann jetzt Games beobachten, ohne sich reinzutun und damit spielen. Und alle Leute in diesem Zimmer wahrscheinlich sind Gamers seit Geburt. Gaming existiert, seitdem wir geboren sind. Generation X hat mit Pong, ich kann mich erinnern, wenn ich am ersten Mal Pong gesehen habe, Pac-Man und alle diese Antiquitäten hier. Aber Millennials, nicht nur die Mobil-Games, sondern auch Minecraft, League of Legends, Pokémon Go, was passiert in Virtual Reality. Das ist ein großer Teil der Welt. Aber worüber ich wirklich reden will, ist Gaming-Tools und wie die unterstützen und optimieren Lernen und auch Engagement in unserer Welt in mehrfach Artenweise. Erstens ist Wiederholungen. Man lernt durch Verlieren. Und man kann spielen, so verschiedene Taktiken ausnutzen, dann wieder versuchen und das geht immer wieder, bis man gewinnt. Das ist eine Art und Weise von Gaming, aber auch von Lernen. Auch die dynamische Schwierigkeitsstufen, Trial and Error Erfahrung. Und das geht mit das sind Game Mechanics. There's a Challenge und Fähigkeit, Ability, wenn es nicht stark genug ist hier, es ist alles zu langweilig und man hört auf. Anxiety, was ist das Wort in Deutsch für Anxiety? Angst, danke, das wusste ich auch. Und wenn die richtig gemischt sind, dann ist man engagiert, will man spielen und lernen und dann auch gewinnen. Es hat viel mit Lernen zu tun und auch wie man spielt. Und es sind auch Rätsellösungen und kritische Denken. Das kann ganz einfach sein mit Mobilspielen wie Minesweeper, aber das kann dann tief und kompliziert sein in längere Games wie Detektivspielen, die ein ganzes Story dazu haben und man muss tief drin und entdecken und lernen und dann lösen und kritisch denken. Games haben auch zu tun mit Planungsfähigkeit und Ressourceneffizienz. Time Management, man hat jetzt 12 Stunden. Um das Problem zu erlösen, sonst hat man ist es alles vorbei, du hast verloren und musst wieder anfangen. Resource Management, man muss mehr Mineralien kriegen, um was immer zu tun in einem Game oder mehr Waffen oder mehr was immer und man muss Probleme ablösen, um die Ressourcen zu haben, um das zu schaffen. Es gibt Endlinien am Start. Es gibt Seelen in Games. Man muss allerdings fangen in Pokémon Go. Was ist das in Skyrim, ein Game, den ich nicht kenne? Man muss Fähigkeiten schaffen. So Archery, Sneak, Destruction, um die Probleme zu lösen, man weiß schon, was man braucht, um am Ende zu kommen. Und das hat auch mit Level-Up zu tun, mit Fortschrittsmanagement, mit
Badges und Dings zu gewinnen, sodass man höher gehen kann, aber auch zeigen, dass man kluger und besser und fähiger ist. Man kann Puzzeln erlösen in Candy Crush Saga oder World of Warcraft. Wenn man bis Niveau 110 ist, ist man wirklich Meister vom Spiel. Und alle Leute, die man mitspielt, den Spiel mit, wissen das. Das ist Status, das ist wichtig. Und konkurrieren gegen sich selber und anderen ist verbessert Fähigkeiten. So das hat auch mehr mit Bildung zu tun. Es gibt Seelen, es gibt Zeitbegrenzungen, die man schaffen muss. Es gibt Entdeckungen in Gaming. Es gibt Hacks, um Games zu verbessern. So zum Beispiel in Super Mario Brothers, es gibt Geheimniveaus. Und man muss Fähigkeit haben, um das herauszufinden zuerst und dann reingehen zu können. Es sind Ostereier, Easter Eggs, wenn man das auf Deutsch sagt, in Tony Hawk's Pro Skater und Silent Hill. Man muss auch lernen, wie man das macht, sodass der Hund spielen kann, statt der Mensch oder was immer das ist. Sodass Spider-Man sich erscheint in irgendein Game, wo Spider-Man nicht sein soll. Und das sind kleine Gewinns. Man muss auch Regeln lernen und Regeln folgen, um bestimmte Games zu spielen. Und wenn man nicht bei den Regeln bleibt, es sind Konsequenzen. Das hat auch viel mit Lernen zu tun. Das sind die Vergleiche zwischen Games und Leben. Und das hat auch mit Zusammenarbeit zu tun, mit sozialen Bindungen. Lernen von und arbeiten mit anderen. Die sind, ich denke, das ist nicht Millionen, sondern Milliarden, die zusammen online spielen auf der globalen Ebene. Das hat ja auch so viel mit Kooperation und Konkurrenz zu tun, aber am Ende ist es Zusammenarbeit. Und auch lernen durch Beobachtung anderer. Und das ist ziemlich neu in Gaming-Welt. Wir haben so das letzte Stufe von Gaming war Gaming mit anderen weltweit. Aber jetzt ist es Beobachtung von Gaming. Man kann reingehen, ohne dass man gamen muss, sondern das ist wie Sport am Fernsehen. Man kann rein und einfach sehen. Es gibt Abos, um Games zu beobachten. Man kann reden mit anderen Spielern. Es sind Player Reactions, so wie der Jammerwand. Die sind live-streamed, aber das ist Gaming-Conversation und auch Gameplay. Auch Datenanalyse hat mit Gaming viel zu tun und das ist Mathematik und andere Fähigkeiten, die aus der Ausbildung kommt. So zum Beispiel Live Stats, das sind Fantasiesport, wie mit Fußball. Man weiß von den Spielern, von wie groß, wie lang, wie viel. Und das sind die Fantasy-Sportfans in der USA, wie das gestiegen ist seit 88 bis am letzten Jahr. Sehr, sehr hoch gestiegen. Und das bildet Analysefähigkeiten und Mathematikfähigkeiten. Und nicht nur so auf der Hardseite der Analyse, sondern kreatives Geschichten erzählen. Es sind in Games wie Mass Effect 3, man kann die Erfahrung sich entscheiden, wo wollen wir, in welchem Welt wollen wir den Spiel spielen, auf einer Wüste, in einem Dschungel. Man kann das selber wählen. Oder man kann ein ganz virtuelles Welt bilden.
Es sind mehrere Games, wo man sich einen Charakter bilden kann oder ein Gesicht oder ein Haus oder ein Heim oder ein Land. Das ist sehr, sehr kreativ und man kann alles, was man sich denken kann, machen. Und so hat interaktives Lernen die Wurzeln in Gaming. Es gibt ein Wirtschaftsgame, das ist ein ziemlich alter Lemonade Stand, und das ist das Basis von Wirtschaft. Und auch Duolingo ist ein sehr populärer Gesprächsgame. Und man kann, ich denke, das ist Freemium, man kann entweder dafür zahlen oder nicht zahlen, aber Fremdsprachen lernen, und das ist gamifiziert. Jeden Tag kriegt man Alerts und Niveaus und Badges und andere Preise, wenn man gut spielt oder lernt. Gaming, man würde an Facebook oder Twitter denken, das ist alle größte Sozialplattform online, aber es ist nicht wahr, es ist Gaming. Gaming ist noch größer als Facebook. Und ich nenne Facebook das allergrößte Mediengeschäft in der Weltgeschichte. Gaming ist noch größer als Facebook. Snapchat, Instagram, das sind die Konsolensalen seit dem letzten Jahr. So, das war viel über Gaming. Als fünfter Trend wollte ich ein bisschen über Fake News reden, was sehr, sehr konsequent für unsere Welt ist und ganz besonders für die Ausbildung. Das ist ein Bild, das weit verbreitet war in Facebook letzte Woche, als wir die Überschwemmungen in Houston, Texas hatten. Das war Trump und er rettet Katzen von dem Wasser. Es gibt ein paar Hinweise hier, dass es nicht ein wahres Foto ist. Kann irgendjemand was herausfinden da? So, erstens, Trump hat mehr Bauch, als was man im Foto sieht. Auch wenn man über Trump ein bisschen weiß, ein bisschen zu viel. Trump ist sehr, sehr, sehr keimphobisch. Er nimmt nicht die Hand der Bundeskanzlerin zum Beispiel und er wird nie ein Tier anfassen. Das stimmt. Er will nicht lebendige Dinge anfassen. Aber es sind Leute, die haben gesagt, oh, vielen Dank an Facebook, dass er so heroisch ist, dass er rettet Katzen. Weiß man in Deutschland über die Pizzagate-Morde? Yeah, no. So, während unserer letzten Wahl im letzten Jahr, es gab ganz viel Fake News Geschichten, wie wir wissen, aber es gab eine ganz besondere Geschichte, das ihre war, und zwar, dass Hillary Clinton Chefin war von einem Kinderprostituiertenband, das begründet war in einem Pizzaladen irgendwo in Bundesstaat Virginia. Ihre, ja? Aber irgendjemand hat es gelesen, eine Waffe genommen, nach Virginia geflogen und ermordete der Inhaber des Pizzaladens. Das ist eine ganz wahre Geschichte von ganz Fake News. Deswegen, ich werde ein bisschen später darüber reden, wie man Fake News erkennt, ist natürlich eine sehr wichtige Sache. Aber ich möchte zuerst mal teilen, wenn ich den Maus hier nutzen kann. Ich werde ein bisschen Hilfe brauchen. Ja, da ist es. Ups, nein. Kann ich ein bisschen Hilfe haben, ein Video hier zu spielen? Ich sehe den Startding nicht. Whoops. Jetzt ist es ganz verkehrt. Ich denke, nope, nicht dieser, sondern da.
Just one click? Oh, da. This film has been modified from its original version. It has been formatted to fit this screen, and it never happened. On the back end now of my presidency, now that it's almost completed, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because our parties have moved further and further apart, and it's harder and harder to find common ground. So, you know, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. On the back end now of my presidency, now that it's almost completed, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because our parties have moved further and further apart, and it's harder and harder to find common ground. So, you know, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. So, as far as Obamas Stimme, aber es gibt jetzt Technologien, die Videos manipulieren kann, wie Photoshop. So, das war auch Obamas Mund, aber digitalisiert wie der Mund des Mannes, der die Worte gesprochen haben. Man hat gesehen ein bisschen, dass irgendetwas nicht stimmte ganz genau, aber das wird sich verbessern. Und das ist nicht wie ein Bild von Trump mit Katzen, das sieht echter aus, weil es sich bewegt, weil es eine Stimme gibt. Man kann es erleben. So, Fake News geht jetzt weiter und breiter und wird bald mehr glaublich, weil man das erfahren kann und nicht nur denken. Es sind nicht viele Leute, die wissen, dass solche Technologien jetzt existiert, weil das alles so nagelneu ist. Ups. Und das führt zur digitalen Kompetenz. Und das hat so nicht nur mit Studenten, sondern mit uns alle mehrere Facetten. Und was ich sehr empfehle für digitale Kompetenz ist, wenn Sie Englisch können, besser als mein Deutsch, Google hat eine digitale Kompetenz in Englisch lanciert in den USA, ich denke vor einem Monat, zwei Monate. Und es gibt einen ganzen Kurs online für Studenten und Lehrer. Und das geht um Internetsicherheit und der Privatsphäre. Welche Informationen soll man schützen, welche nicht? Welche wird veröffentlicht, auch wenn man das weiß oder nicht? Mobilsicherheit, das ist für uns alle sehr wichtig, besonders für Kinder mit Sachen wie Location-Aware Devices, so man weiß vielleicht nicht, dass alle wissen, wo sie sind und wann. Suche, wie kann man wissen, was wahre Information ist in Suchresultaten und was nicht? Phishing und Betrug. Wie kann man sich erkennen, wenn man ein Passwort will oder Konteninformationen oder persönlichen Informationen, die man zusammenstellen kann mit anderen Informationen und ihr ganzes Geld klauen. Und sehr, sehr, sehr wichtig für junge Leute, Online-Reputationsmanagement. Was kann man auf Facebook oder andere sozialen Networks posten, ohne dass man ein Arbeit nicht in Gefahr steht? Was kann man sagen, das persönlich genug ist, aber das nicht gegen andere Ziele oder professionelle Fähigkeit geht in der Zukunft? Nummer 7, um dem letzten Sensory World oder Sentient World, ein Welt, wo alles kommuniziert mit alles andere, wo alles verbunden ist in einer digitalen Art und Weise. Und dazu will ich einen Film zeigen und das werde ich hoffentlich selber machen. Ah, ja. Das ist ein Film von
Corning ein Glashersteller in den Staaten.
So, genau wie Schulen in Deutschland, nicht wahr? Aber es geht natürlich weiter als nur Glas. Wir wohnen jetzt in einer Welt von IoT, the Internet of Things, von Beacons, von Sensoren, die auf unsere Kleidung sein kann, in alle Geräten, die wir in unserer Welt nutzen. Es gibt schon Sachen wie ein Drucker, der weiß, wenn er keine Tinte mehr hat und ruft Amazon an, ohne dass das Benutzer weiß, dass es keine Tinte mehr geht. Und in Sachen, die sich automatisch passieren in unserer Welt, die wir brauchen, ohne dass Menschen sich entscheiden müssen. Und diese Entscheidungsfähigkeit, denke ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wann wollen wir unsere Entscheidungsfähigkeit ausgeben und wann nicht? Das ist eine sehr wichtige und sehr bedeutungsvolle Frage von der Zukunft. Ich hoffe, dass ich gezeigt habe, dass alles, was digital sein kann, wird und ist in unserer Welt und wie das alle Facetten unseres Lebens anfasst. Und damit bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld mit meinem Deutsch. Und wenn wir Zeit haben, würde ich gerne Fragen beantworten. Haben wir Zeit für Fragen? Oder? Vielen, vielen Dank. Oh, ich muss mich erstmal noch einschalten, sonst muss ich so laut brüllen. Anschalten ist ja alles, was digital ist. Ich weiß gar nicht, ist es analog, ist es digital? Es ist beides. Ne? Rebecca Lieb, vielen Dank für diesen eindrucksvollen Vortrag. Ich weiß nicht, ob Ihnen irgendwas ganz Spezielles hängen geblieben ist, ganz bestimmt. Mir ist aufgefallen, auch in der digitalen Welt werden Kinder leider mit dem Auto bis vor die Schultür gefahren. Das hat mir am allerwenigsten dabei gefallen. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, an dem kann man auch noch an anderer Stelle arbeiten. Ja, weil Corning herstellt keine Self-Driving Cars. Auch das ist mir aufgefallen, genau. Aber eine Ecke vorher wäre auch schön gewesen, dann hätten Sie noch einen Schritt zu Fuß gehen können. Aber das ist wahrscheinlich die Sichtweise eines Vaters mit Schulkindern. Was ist Ihnen als besonders bemerkenswert, welche Fragen sind bei Ihnen aufgetaucht während des Vortrags? Wir haben dort ein Stativ, in Kürze auch mit Mikrofon, dann können alle verstehen. Ich habe wahrscheinlich alles beantwortet. Oder die entscheidenden Fragen zum Selberdenken angestoßen. Das kann natürlich auch sein. Sind Sie so nett, weil dann kommen Sie auch bei allen an. Ja, genau, gehen Sie zum Mikrofon dann. Ja, die Frage ist relativ trivial. Ich habe es vielleicht am Anfang nicht gehört, als Sie sich vorgestellt haben. Sind Sie als Journalistin tätig oder in der Wissenschaft? Sozusagen, was ist Ihr Background, um solche Untersuchungen anzustellen, die Sie gemacht haben? Gute Frage. Ich war zuerst mal Journalistin und in Medienbereichen tätig. Ich bin dann Analystin geworden und ich mache und veröffentliche Recherchen über digitalen Medien und besonders digitalen Marketing. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und ich bin auch Beraterin über Marketingthemen in der digitalen Bereich zu Großfirmen. Danke. Ja. Sind Sie so nett? Wenn Sie Fragen bewegen, Sie können sich auch schon... Also mich hat sehr beeindruckt der Film der Glashersteller, der uns doch, glaube ich, zeigt, dass wir selbst entscheiden müssen, was wir in unserem Leben digitalisieren und was nicht. Das Beispiel, die Kinder gehen in den Wald und haben wieder eine Digitalisierung, eine virtuelle Welt. Pokémon war genauso etwas. Ich habe Kinder gesehen, durch die den Wald gehen, die sehen den Wald nicht mehr, sondern ihre virtuelle Welt. Und ähnlich ist es auch bei dem Gaming. Die Digitalisierung kann sich vollkommen verselbstständigen und wir müssen entscheiden, was wir digitalisieren wollen und was nicht. Ich glaube, das was Sie zum Schluss gesagt haben, wir sind selber dran. Ist nur die Frage,
sind wir auch kompetent genug? Ich habe echt bei diesem Obama-Video einen totalen Schreck bekommen. Wie entscheiden wir denn das? Wie können wir denn lernen bei Sachen, die wir noch gar... Also ich habe von dieser Software noch nie was gehört. Woher soll ich denn wissen, kann ich das aus dem Internet runternehmen und kann ich das meinen Schülerinnen und Schülern zeigen? Und wenn sie wissen nicht, dass sowas möglich ist, wie kann man dann sich entscheiden, ob es wahr ist oder Wer nicht? Wer bringt einem das man, bei? Man geht davon aus, dass es natürlich ist, es ist wahr. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Wer macht Pädagogen, Schulleitungen kompetent das genug, das zu entscheiden? Das ist dann Ihre Frage. Ich glaube, da sind noch mehr. Mir ist bei dem Glasfilm aufgefallen, dass die Kinder zwar da in dieser Schulsituation wunderbarste Medien haben, aber das Bild von Unterricht absolut uralt ist. Die Lehrerin stand vorne und gab die Instruktionen. Und ich finde, solange wir daran nichts ändern, brauchen wir auch nicht mit digital hin und her zu machen. Darf ich das in eine Frage verwandeln? Ist denn in Amerika der Unterricht, das ist ja ein amerikanischer Film gewesen, ist der so klassisch Frontalunterricht? Weil das ist in Deutschland ja inzwischen deutlich im Wandel. Ja, ich würde sagen, das kommt drauf an. Aber mit so viel Zusammenarbeit, Fähigkeiten, mit Spielen, mit sozialen Netzwerken und auch mit Sachen wie Yammer, die mehr gemacht sind für Ausbildung, für Industrie, für Betriebe, was ist dann von, wie wir sagen, top-down oder bottom-up? Mhm. Ihre Frage. Ich würde mich gerne da anschließen. Sie haben, also gerade dieser Film hat es so wunderschön gezeigt, das ist alles, was Sie hier digitalisiert haben, hat schon mal jemand anders gedacht. Also es ist alles eine nur Weiterleitung von Dingen, die schon mal andere als Ideen hatten. Ich glaube, dass wir noch weitergehen müssen, als nicht nur entscheiden, ob wir digitalisiert werden wollen oder ob wir uns was wir digitalisieren lassen möchten, sondern auch zu erkennen, dass da vielleicht ein Moment des Selbstdenkens gerade wegfällt. Also die Kinder haben sich gar nicht die Frage gestellt, was es für ein Tier im Wald sein könnte, sondern sie lassen sich einfach erzählen, was es für ein Tier ist. Da hätte jetzt auch Maus da stehen können, das hätten die wahrscheinlich hingenommen. Ne? Mhm. Also weil, sagte das Internet, oder? Es stimmt doch dann. Also dieses Hinterfragen und das selbstständig auf Lösungen selber kommen, ohne dass jemand anders schon mal vorgedacht hat, das fand ich im Unterricht auch interessant. Das war alles schon vorgefertigt. Die mussten überhaupt nicht mehr nachfragen, was zum Beispiel blau ist. Da mussten die gar nicht drauf kommen, sondern es wurde ihnen ja schon alles vorgegessen. Dass man daran nochmal anknüpft und also die Digitalisierung als Mittel nutzt, selbstständiges Denken anzuregen und nicht nur Informationen aufzunehmen und Ideen anderer Leute nochmal zu verarbeiten. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich glaube, das sind auch Fragen, da bekommen Sie zu Recht Beifall. Denn die sind Fragen, glaube ich, mit denen Sie sich beschäftigen werden. Was gewinnen Sie, wenn Sie digital arbeiten, wenn digitale Welten in der Schule stattfinden? Aber was verliert man? Was verlieren Menschen, die nur digital kommunizieren? Das Miteinander, das Selbstarbeiten? Ja, ich habe eine Frage zu diesem Bereich, als Sie gesagt haben, welche digitalen Kompetenzen sind wichtig. Und da ging es unter anderem darum, etwas zu wissen über Internet Security und Privatsphäre. Und dann verwiesen Sie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auf ein Google-Tool, womit man das lernen kann. Und das finde ich höchst fragwürdig. Ich mache jetzt erstmal ein Statement. Wir wissen von Google, das ist der größte Datensammler aller Zeiten. Ich habe auch gerade von amerikanischen Trends gehört, dass in Schulen aus der Situation heraus, auch dass man keine Ressourcen hat oder vielleicht auch von öffentlicher Hand zu wenig entwickelt wird, dann die Lehrer auf Google zurückgreifen und Schüler und Schülerinnen schon mit diesem super Angebot dann arbeiten, aber es höchst intransparent bleibt, was passiert eigentlich mit den Daten. Das ist mir jetzt dabei eingefallen bei diesem Google-Tool zur Datensicherheit. Ja. Und worum ich finde es eine jetzt, große Frage, was passiert. Wir alle reden, ist jetzt kritisch in Originaldenken und wissen, dass alles wird digital, aber wo sind die Grenzen? Wann hören wir auf mit digital, die Antworten, die Erlebnisse, die Erfahrungen und gehen miteinander als Menschen zur Diskussion und nicht immer die Antworten in digital finden? Das sind unsere Fragen. Das alles wird und ist digital, ist schon Tatsache. Aber wo wollen wir stehen als Menschen?
in der Welt, in einer solchen Welt. Es steckt aber noch die Frage drin, wer lehrt, wenn nicht Google, wenn nicht die, die sich schon damit beschäftigt haben? Oder wer kontrolliert das, was ihnen dann beigebracht wird? Ich habe die Frage zumindest so verstanden, dass es ja wünschenswert wäre, wenn noch andere außer diese Datenkraken, Datensammler auch uns beibringen, wie wir damit umgehen. Denn die haben Interesse, davon würde ich jetzt auch mal ausgehen, ohne es tiefenscharf zu wissen. Ich möchte hier keine Fake News verbreiten. Gibt es weitere Fragen an Rebecca Lieb? Bitte, gehen Sie auch kurz ans Mikro. Ich habe keine Frage, würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen hinter die Google-Thematik. Also in mir arbeitet es, wenn ich sehe, wie Schülerinnen und Schüler im Wald mit digitalen Medien arbeiten. Ich sehe darin aber eben auch eine riesige Chance und möchte mich nicht zu früh auf diese Schiene schieben lassen, dass es besser ist, wenn die Kinder im Wald nur riechen und tasten und spüren. Beides, finde ich, ist eine Erweiterung dessen, was für uns eine Autonomie im Lernen bedeutet und Selbstständigkeit und die Erfahrungen, die ich von mir aus machen kann. Dass es uns jetzt so gezeigt worden ist, ist doch ein großer Impuls und eine Aufforderung an uns, zu überlegen, wie wir die digitalen Medien und die Prozesse, die dadurch initiiert werden können, wie wir sie anlegen. Denn dass Medien Fakes sein können, das galt für jedes Schulbuch. Also wenn ich daran denke, in welchen Geschichtsbüchern ich etwas über den Zweiten und Ersten Weltkrieg gelernt habe, die sind heute auch anders geschrieben. Das ist jetzt qualitativ vielleicht ein Stück weiter gediehen, aber im Grunde, im Prinzipiell mussten wir schon immer gegenüber Medien und dem Gebrauch von Medien kritisch sein. Die Flut der Informationen ist wahrscheinlich einfach viel, viel größer geworden. Ne? Ja. Ich danke sehr, sehr herzlich noch einmal und entlasse sowohl Sie in die Kaffeepause, Sie alle übrigens auch. Mir ist noch ein Gedanke eingefallen. Ich glaube, ich habe Angst vor Glaswänden in Wäldern, weil dann irgendwie die kleinen Rehe und Kaninchen, die dengeln dann dagegen, die wissen ja nicht, was das ist. Aber das ist ein Gedanke, mit dem müssen Sie sich nicht weiter beschäftigen. Eine schöne Pause. Wir sehen uns nach einer Viertelstunde, in einer halben Stunde. Ich weiß nicht, wie spät ist jetzt? Hat jemand einen Blick auf die Uhr? Okay, dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder zum Vortrag von Dr. Andreas Breiter. Bis dahin, eine gute Pause. Danke sehr. Vielen